Oh, bei Let's Show zeigt man nur was, wie bei meinem GTA San Andreas K-Mods. Habe ich auch bloß die Autos vorgestellt, obwohl ich da eigentlich fast schon 50% beim Rumballern war. Meine Fresse. Oder ein Let's Test. Da testet man eigentlich bloß ein Spiel oder stellt's halt kurz vor. Also ich jetzt denke ich ja, also ich finde die Dolle kurz. Was? Also wenn du wirklich über diese Autobahn fährst, dann kannst du mal so lieb seine Rotan machen, große. Oh. Und wenn du nicht, warte mal, ich mach den Mann. Wenn du nicht über die Landstraße fährst, wenn du wirklich, wie gesagt, über die Autobahn weiterfährst, auf der 7, auf der A7 da, komplett hoch, oh. bist du deutlich schneller. Also jetzt von Rostock nach Kiel, der Autobahnstrecke. Genau. Ja, das ist auch schneller, weil auf der Landstraße hast du immer die scheiß Autos vor dir. Und die ganzen Kurve-Kacke. Hier, ich zeig's mal bei mir. Hier diese eine Kurve, die ich jetzt hier, wo ich gerade mit dem Cursor drüber fahre. Wenn die gerade wäre, schnurstracks gerade, ja, das ist hier wirklich kürzer. Aber dieser kleine Bogen nimmt so viel Zeit weg, das glaubt ihr gar nicht. Wo ist eigentlich hinfahren? Ungelungen, ja, ich muss nach Bremen. Oder von mir aus kann auch der Bogen bleiben, aber dann müsste man gleich hier auf die Autobahn rauffahren können. Und dieses Stück hier ist auch wieder zu viel, also. Was habe ich gesagt? Nach Bremen muss ich, ja. Hast du noch mal eine ganze weite Strecke, wollte ich mal sagen, ja? Ja, jetzt bin ich hier gleich bei Hamburg, also. Bin schon in Hamburg, an der Hamburg vorbei jetzt. Lol. Hier jetzt runter. Ist auch mal geil. Also cheaten tue ich auf jeden Fall nicht, Geld. Kennen die hoffentlich auch nicht. Nee, ich hab 500. Bauen noch nicht mal tanken. Oh, ich habe auch schon 500. Ja, das Tanken geht ja auf die Firma. Nein, erstmal musst du das sein. Nee, es geht auf die Firma. Die Reparaturen und Sprit geht auf die Firma. Ist so. Gut, weiß ich noch gar nicht. Ich hab gedacht, ich muss das bezahlen. Ja, wenn du selbstständig bist, dann musst du alles selber zahlen, aber vorher noch nicht. Weil dann werde ich schön. Das ist scheiße mit dem C-Klasse LKW, Alter. Die sterben schon, wenn's bergan geht und 1% Anstieg oder so, keine Ahnung. Als wie ich mich gefühlt habe zwischen der Strecke. Was ganz schlimm ist. Was ganz schlimm ist. Warte. Eine Strecke, die ich heute hatte, ist zwischen ist von Berlin nach Hannover gewesen. Die geht eigentlich bergauf. Ganz schlimm ist die Strecke von Nürnberg. Entweder von Nürnberg nach Frankfurt oder von Nürnberg Richtung Leipzig hoch. Das ist schlimm. Gerade hier, dieser Berg hier, wo sich die Autobahn teilt, das ist echt schrecklich. Also ich finde die von Berlin bis nach Hannover eklig. Richtig eklig. Jedes Mal bergauf und irgendwie so mit den Kurven da drin und dann noch diese scheiß Spitzkurve da. nee. Also meine Lieblingsstrecke ist ja immer noch von Dortmund nach Leipzig oder Dresden. Da muss man immer schön Landstraße fahren, das finde ich immer lustig. Kann das eigentlich möglich sein, dass die durch den Patch, das heißt, kann möglich sein. Ich habe bei dem einen Patch mitgekriegt, dass in Magdeburg dieser Bugaturm, der da ist, ja. Welcher? Wer? Was ist da? Bugaturm, so ein schiefer Turm. Der haben wir hier, da haben wir so einen Garten hier, so einen Blumengarten da, so einen großen. Ah. Und den habe ich das letzte Mal, wo ich das drauf gemacht habe, gesehen. Und komischerweise hatte ich da den Dom nicht gesehen von uns in Magdeburg. Und jetzt vor ein paar Tagen fahr ich hier mit dem schönen German Truck und sehe auf einmal nicht den Bugaturm, ich sehe den Dom. Auch also geil. Müssen die irgendwie dran gefeilt haben oder hier arbeitet dran. Ja, Patch ist aber Patch, der bleibt gleich. Ist komisch. Ja, vielleicht haben sie irgendwas umgekehrt, weiß es nicht. Ja, man weiß es nicht. Alles ist möglich. Was ich mir ja nun wirklich wünsche, German Truck Simulator, dass Multiplayer. Du auch ja, Multi und dass du wirklich weiter in der Städte reinfahren kannst. Nicht ja nur so in verschiedenen Geschnitte. Oh. Ja, Multiplayer gab's ja mal so eine Mod, bloß die hat irgendwie nicht richtig funktioniert. Leider. Gibt es ja immer noch, aber ja. Finden tue ich es auch nicht mehr. Fußgänger fehlen auch auf der Straße. Ja, Fußgänger, du könntest schön umfahren. Ja, nein, nicht umfahren. Drumrum fahren, Slalom. Obwohl, also, na gut, mit. Aber lass mal besser keine
Fußgänger oder sowas. Ich habe da schon schlechte Erfahrungen mit dem, Lieferwagen-Simulator gehabt, Junge. Wenn du dagegen fährst, werden die erst 50 Euro abgezogen. Dann macht es bei deinem Auto sogar noch Schaden, wenn du dagegen fährst. Wagen-Simulator. Und die TUS, die meckert nur rum. Ja, Lieferwagen-Simulator. Den musst du mir mal schicken. Ich hab's gekauft gehabt, das Game. Ich sag's dir, es hat sich so richtig gar nicht gelohnt. Also es ist nicht so schön. Nee, ist völlig scheiße. Alter, wenn du da bremst, wenn eine Ampel vor dir rot wird, du musst wirklich ungelogen so früh bremsen, ist unglaublich. Das kann ich gar nicht beschreiben. Kein ABS, was? Nee, du bremst voll drauf. Das bremst du ganz langsam runter. Wie als ob du ausrollst. Es gibt doch eine Handbremse. Bisschen schnell, du bremst ein bisschen schneller ab als ausrollen, aber du bremst langsam ab, nur als richtiges Abbremsen. Das ist extrem schlimm. Das wird meine erste Tour, die pünktlich kommt, die ich halt alle auf mich mache. Ich habe noch nie so ein Glück gehabt, von Rostock aus bis nach Kiel eine Tour zu kriegen. Ja, Rostock ist eigentlich, also Nürnberg ist eigentlich scheiße, aber da kriegst du manchmal sehr viel. Lohn. Mein Jut, dass ich Hintergrundmusik habe. Ist voll gechilltes Fahren. Ja, mit 60 auf der Autobahn. Ha, ich fahre ungefähr 66 fahre ich. Ich hab 70 jetzt hoch. What the fuck, ich fahre 66? Mit einem B-Klasse-LKW schafft man locker 100, Junge. Wenn du eine A-Klasse hast, ohne Hänger, Junge, dann fährst du locker 130, 140, 150, weiß ich. Oh, immer diese Lecks, Alter, das ist ekelhaft. Lecks bei dir auch, ne? Aber nur, weil ich aufnehme, sonst kann ich das... Ich habe sogar die Grafik ein bisschen runterstellen müssen vorhin, aber... Sonst geht es eigentlich normal. Ich darf dann mir die Grafik komplett runterstellen, ja? Und das leckt manchmal so aggressiv, jetzt aber gerade zur Zeit geht das, also... Oh. Es kann echt nicht am PC liegen, das geht nicht. Das ist maximale Systemanforderung, die ich habe. Und es spackt. Naja, was soll man machen? Ja. Junge, 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 das Teil ist ja mal so richtig schlimm. Wow. Welche Sicht war das nochmal? Da seht ihr. Juhu! Oh, ich sag noch. Denk noch gerade so, hoffentlich fahre ich nirgends so gegen. Zack, gegen Leitplanke. Wie ist eigentlich die Hupe? What the fuck, was ist das für eine Schwuchtelhupe? Hört euch das mal an! Schwuchtelhupe, Falle. Das ist ja mal richtig Schwuchtelhupe. Ich hab schon eine richtig gute Hupe drin, komischerweise. Lol, warum mach ich jetzt Licht an? Wie hab ich Licht angemacht? Ah, hier. Ja, meine Hupe ist auch so gut. Da braucht man so eine tiefe Hupe. Oh, ich bin müde. Das ist ja ekelhaft. Wie viel Uhr haben wir eigentlich gerade? Ich hoffe, mein Handy geht jetzt nicht neu. 0.43 Uhr, kann das sein? Kann gut sein, dass es 0.43 Uhr ist. So, Toni, jetzt empfehle ich immer nochmal bitte Ö3 an. Ö3 soll ich anmachen? Ja, da kommt gerade ein richtig schönes Lied. Bitte machen wir. Ah, fail. Halt! So, hier. Mach hin. David Guetta, scheiße, David Guetta. Jetzt machen wir Ö3 rein. Aha. Kennst du das nicht? Nö. Dann lassen wir mal Ö3 laufen. Das hört sich so ein bisschen Reggae-Style an. Das ist ein Käfer. Voll gekifft bis oben hin, dann singen sie mal so. Aber es war voll im. So, ich bin am Ziel angekommen. Uha. Ich bin jetzt. Oh, ich bin ja schon kurz vor Bremen. Alter, hoffentlich schlafe ich jetzt nicht ein. Und einmal hupst du noch so, ich penn so auf der Tastatur. Aufnahme geht weiter. Du bist müde, ja? Ja, ne, es ist 0.43 Uhr, hallo? Ja und? Aber ich muss durchhalten. Du hältst jetzt durch. Heute ging erst mein WLAN wieder aus Geisteshand. Das ist ja eh die Geistesstory, das muss ich jetzt schnell erzählen. Am Dienstag, also
was war am Dienstag für ein Datum? Ich glaube der 9. Oktober, 8. Oktober, irgendwie sowas. Ist mein, auf jeden Fall war es Dienstag, das weiß ich noch, ist mein WLAN noch am Arsch gegangen. Also es ging einfach nicht mehr, ich konnte nicht mehr ins Internet. Dann habe ich es hier zum Elektromarkt, also da wo ich es her habe, hingebracht. Und dann hat er gesagt, ja, also ich bin heute, ist Freitag, der 14. Auf jeden Fall ich nochmal hin. Fragen jetzt, was da ist. Jetzt hat er gesagt, ja, der muss den Rechner platt machen, ich soll ihn nach Hause nehmen. Also was heißt Rechner, den Laptop? Muss den Laptop nochmal alles komplett neu machen, also resetten. Ist alles weg, alle Dateien. Ich so, ja, okay, dann nehme ich nochmal mit und rette alle Dateien. Jetzt nach Hause gefahren mit dem Teil.